es um Politik und um Kultur. Und da haben wir drei Gäste eingeladen. Zum einen, schönen guten Abend, Heide Matyschek, Mitglied des Deutschen Bundestages, Dr. Siegfried Ballas, Wirtschaftsreferent in Erlangen und Dieter Erhard, Galerist aus Erlangen. Schönen guten Abend hier bei uns zu Mixed Pickles. Herr Ballas, ja, Kunst und Kultur und Politik, das ist immer so ein heikles Thema. Wie wird denn die Kunst von der Politik oder von Politikern unterstützt? Inwieweit? Ja, zunächst mal beginnen wir bei der Kommune. Im Rahmen der Stadt Erlangen, beziehungsweise in jeder größeren Stadt in Deutschland, wird Kultur von den jeweiligen Kommunalpolitikern mit Mitteln der Stadt unterstützt. Im Bereich der Stadt Erlangen beispielsweise in Form des Kulturamtes, wo Veranstaltungen von den Mitarbeitern des Kulturamtes organisiert werden, wie beispielsweise den Internationalen Comic-Salon, das Figurentheater, Internationale Figurentheater, Poetenfest oder auch literarisch hochstehende Veranstaltungen wie Interlit. Ja, sehen Sie das jetzt genauso, weil Sie haben jetzt einen Kontakt zu Künstlern. Und wenn Sie jetzt mit den Künstlern über die finanzielle Unterstützung, finanzielle Hilfe reden, wie reagieren die denn da drauf? Ja, der einzelne Künstler, der sieht natürlich zunächst nicht die Großveranstaltungen, sondern sich im Vordergrund und sieht, aha, da machen die was, da wird man so reingestülpt und ist gar nicht zufrieden, denn am Ende, das ist einmal alle zwei oder alle fünf Jahre ist er dabei, wie zum Beispiel bei unserer Erlanger Veranstaltung, die auch die Kulturdatenbank hervorgerufen hat. Jetzt habe ich fast vergessen, wie es heißt. Helfen Sie mir. Kulturbörse. Die Kulturbörse, genau. Und da fühlt er sich so reingezwängt ein bisschen. Und wenn es um ihn dann geht, dass er Flächen sucht, dass er Hilfe bekommt, dann steht er einfach da wie im Wald und weiß nicht, wo er sich hinwenden kann. Frau Matyschek, wie Sie denn, oder wie können denn so eine Hilfe mal in Zukunft aussehen, dass man die Kunst mehr unterstützt? Ja, das ist gerade in einer Zeit, in der das Geld öffentlich immer knapper wird, natürlich eine besonders schwierige Frage. Und Förderung von Kunst und von Kultur sind gerade bei der Kommune ja sogenannte freiwillige Aufgaben. Das heißt, gerade wenn es knapp wird, werden diese freiwilligen Aufgaben zurückgefahren. Ich denke mir, da muss man dann vielleicht neben dem Geld noch ein bisschen mehr Fantasie aufwenden, um dem Künstler, der Künstlerin Raum zu schaffen, jetzt im übertragenen Sinn, aber auch im wörtlichen Sinn, und Möglichkeiten, sich zu präsentieren und sich darzustellen oder durch Kulturförderpreise und Ähnliches mehr. Die Staatsregierung, Kunst, Kulturförderung ist ja auch eine staatliche Aufgabe, also eine Länderaufgabe, Länderhoheit, fördert natürlich im Wesentlichen die großen Projekte, sage ich mal, und die berühmten Geschichten, sodass von daher für die Künstler und Künstlerinnen wenig zu erwarten ist. Und trotz einer, Herr Ballas, trotz einer Kulturdatenbank und IHK-Kulturstiftung scheint das Interesse dann doch nicht so groß, und gerade so bei Sponsorings vielleicht. Also alles wird ja gesponsert, jede Sportveranstaltung, aber gerade so Kunstveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, da hapert es ein bisschen. Ja, da möchte ich eben anknüpfen an dem, was Frau Matyschek gesagt hat. Gerade angesichts des Diktats der leeren Kassen ist in der Tat der Druck auf solche freiwilligen Leistungen und insbesondere natürlich auf den Kulturetat relativ groß. Und ich meine, da müssen gerade Kommunalpolitiker sehr viel Kreativität entwickeln, um insbesondere die Unternehmen in dieses Kultursponsoring mit einzubeziehen. Und ich meine, eine sehr, sehr lobenswerte Einrichtung ist hier in der Tat die von Ihnen bereits genannte Kulturstiftung der IHK. Hier ist es beispielsweise der IHK gelungen, innerhalb weniger Jahre einen Grundstock von jetzt mal 2,5 Millionen einzusammeln, aus dessen Erlös, also aus der Verzinsung gewissermaßen, dann verschiedene kulturelle Projekte unterstützt werden. Und wir streben natürlich auch in der Stadt Erlangen an, dieses Kultursponsoring durch Unternehmen, aber auch durch Privatpersonen wesentlich stärker noch voranzutreiben. Wie sieht denn so ein Kunstbudget aus in einer Stadt? Was muss ich jetzt? Also ich habe jetzt die Zahl des Haushalts des Kulturamts nicht exakt im Kopf, aber es liegt so in etwa um die Kante von 5 Millionen. Wobei man natürlich sehen muss, dass der größte Teil in das Theater geht. Wir haben ja ein eigenes Ensemble. Und da fallen natürlich eine ganze Reihe an Personalkosten an. Das ist ein sehr ehrgeiziges, ambitioniertes Theater und kostet natürlich auch relativ viel Geld. Das muss man klar sagen. Das heißt, viel wird ins Theater gesteckt und Sie haben eine Galerie und eine Galerie wird ja nicht ziemlich wenig getan. Wie halten Sie denn eine Galerie über Wasser? Ja, in der Galerie, also grundsätzlich, die Galeristen werden als professionelle Betreiber dargestellt. Das ist auch so. Man will ja Geld verdienen. Der Künstler selbst lebt nicht durch die Galerie über die Stadt, sondern die Galerie muss versuchen, den Künstler zu ernähren. Das heißt, er muss Bilder verkaufen, Kunden werben, die Kunst an den Mann bringen. Und als Galerist kann ich nicht zur Stadt gehen oder zum Kulturamt und sagen, ja, hört mal her, hier bin ich, ich brauche 5.000 Mark oder auch 2.000, was eine Ausstellung in etwa kostet. Da ist einfach nichts da. Und
jetzt mit mehr Hilfe von politischer Seite erwartet, nehme ich mal stark. Ja, grundsätzlich wäre es natürlich schön, nicht nur so eine Fünfjahresveranstaltung im Turnus, sondern dass man sagt, hier lokal mit dem Wirtschaftsreferenten Dr. Ballais zusammen oder anderen der Wirtschaft draußen sich zusammensetzt, sagt, wo kann man was tun? Wo kann man dem Künstler einfach einen Weg bieten? Der ist ja auch kein Kaufmann nicht. Der kann sich einfach nicht artikulieren. Und wie kann man dem Künstler doch den Weg besser ebnen? Es gibt natürlich die Einrichtung des Kunstvereins, da finden sich mittlerweile in Erlangen über 700 Mitglieder. Nur die sind alle scheu, die sind schüchtern. Ja, und wenn es mal den einen oder anderen trifft für einen Kulturförderpreis, die es ja auch gibt, das ist schön, aber es hilft der Menge, dem einzelnen Künstler natürlich nicht. Und als Galerist so zu überleben, bedeutet es sehr, sehr viel Kleinarbeit zu machen, Überzeugungsarbeit draußen für den Kunden. Mhm. Herr Ballas, Sie hatten für ein Beispiel genannt mit einer Künstlerin, die auch was aus Eigeninitiative getan hat. Ja, also das ist eine ganz tolle neue Geschichte, würde ich mal fast sagen. Also ich bin ja Vorsitzender des Fördervereins für das Tumorzentrum. Und an uns ist eine Künstlerin herangetreten, da muss ich allerdings dazu sagen, die bisher noch selbst keine Ausstellungen gemacht hat. Die hat gesagt, sie stellt uns ihre Werke zur Verfügung für diesen Förderverein, für das Tumorzentrum. Und alles, was dann verkauft wird, wird gewissermaßen als Spende für diesen Förderverein verwendet, für Krebspatienten an den Erlanger Universitätskliniken. Und das ist natürlich für die Künstlerin schon ein großes Opfer. Denn erstens hat sie natürlich schon mit eigenem Aufwand die Kunstwerke hergestellt und sie stellt es jetzt außerdem noch einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung. Aber sie hat natürlich gleichzeitig dadurch die Chance, zum ersten Mal an eine interessierte Öffentlichkeit zu treten. Und das wird sicherlich kein Regelfall werden können, aber ich finde es mal einen ganz tollen, innovativen Ansatz, um einfach über einen solchen Hebel selber sich ein Publikum auch zu erschließen und zu schaffen. Was halten Sie von den Beispielen? Ja, ich glaube, natürlich, der Schuh passt ganz gut. Die Künstlerin zeigt Initiative, das sollten auch mehrere Künstler tun. Das ist ja das große Manko, kein Kaufmann, sondern Künstler, das kennt jeder. Nun, da trifft es eine, das ist sehr gut, nur für die Menge müssen wir was tun. Die Kunden sind oder vielleicht auch mal Kunden werden wollen, die müssen was tun. Man muss einfach für diese Minderheit in dem Fall eintreten. Und es ist gut, wenn der Tumorverein dazu offen ist, jemand die Chance zu geben. Und deren Beispiele sollten noch viel mehr da sein. Und oft ist ein Gespräch an einem Tisch schon hilfreich, anderen Künstlern auch die Chance zu geben. Mhm. Herr Ballas, was tun Sie denn, oder was interessiert Sie denn besonders an der Kunst? Kaufen Sie auch ab und zu mal Projekte, so Bilder oder? Also ich muss dazu sagen, ich war in der Vergangenheit nicht besonders kunstinteressiert und bin erst durch so Vernissagen letztlich eigentlich an die Kunst herangeführt worden und bin dann auch in die Lage gekommen, auch mal das eine oder andere Kunstwerk, auch mal ein größeres, muss ich sagen, da muss man dann natürlich auch ordentlich ins Portemonnaie reingreifen, dann auch zu kaufen. Deswegen ist eigentlich meine Botschaft, möglichst viele solcher Galerien, Vernissagen, Ausstellungen durchzuführen, denn das halte ich eigentlich für die wirksamste Hilfe für die Künstler, an eine Öffentlichkeit heranzukommen, denn in einer gewissen im gewissen Publikum, auch insbesondere in Erlangen, aber darüber hinaus, ist ja Kaufkraft vorhanden. Und ich muss halt sagen, den Einzelnen dazu zu bewegen, kauf doch mal ein Kunstwerk und verzichte, was weiß ich, auf den Urlaub auf den Kanarischen Inseln und fahr vielleicht bloß mal in den Bayerischen Wald. Also ich meine, da geht es ja darum, dass die Einzelnen mit ihrer Kaufkraft vielleicht doch etwas mehr für Kunst und Kultur ausgeben und damit indirekt natürlich wieder Kulturförderung letztlich treiben. Darf ich mich hier einfach mal einlenken, ja. Herr Dr. Ballais? Das klingt sehr schön. In 5 Jahren Galeriearbeit habe ich Sie noch nicht begrüßen dürfen. Hier sitzt die Heide Matischek, die hat die Galerie eröffnet. Die hat ein Bild von mir gekauft persönlich. Sie ist ein Mitstreiter, von Ihnen höre ich das. Ich hoffe auch, dass wir in Zukunft dann auf einer Ebene zusammenarbeiten können. Das ändert sich ja. Jawohl, das genau. Müssen wir jetzt erwähnen. Genau. Am 6. Oktober? Jawohl, am 6. Oktober eröffnet der Dr. Ballais die Ausstellung des Miguel Angel Morales Sainz bei mir in der Galerie, abends um etwa 20 Uhr. Ich freue mich, dass Sie das erste Mal da dabei sind. Aber ich wollte einfach auch mal sagen, es gibt Leute, die vor Ort gehen, gerade Frau Matischek, man muss sie loben. Ich sehe sie nicht nur an einer Eröffnung, sondern an vielen. Und ich sehe sie auch mal den Geldbeutel zücken und das muss einfach Furore machen. Das hilft der Kunst und dem einzelnen Künstler dann. Ich als Galerist muss natürlich sehen, ich bin professionell, ich kann nicht von der Stadt erwarten, dass sie sagt, jawohl, hier sind 5.000 Mark für jede Ausstellung, dann wäre ich auch irgendwann ein gemachter Mann. So einfach geht es nicht, das ist ganz klar. Nein, ich meine, die Stadt hat ja auch durchaus Werke gekauft, Bilder gekauft und hat eine ganz schöne Sammlung zusammen. Und wir hatten ja auch diese sehr gute Einrichtung der Graphothek, für den, der das nicht weiß, was das ist, also wo man sich Bilder bei der Stadt ausleihen konnte und die für einen bestimmten Zeitraum halt zu Hause hinhängen und eventuell das dann auch erwerben.
Das ist jetzt aus Geldmangel leider eingestellt worden. Ich will jetzt darüber nicht urteilen, ich bin nicht mehr Kommunalpolitikerin. Aber ich denke mir, gerade in diesem Bereich der Kultur muss sehr viel privates Engagement auch kommen. Bloß es muss halt auch an die Leute rankommen. Und ich denke mir, ein Großteil der Bevölkerung geht halt nicht zu Vernissagen oder zu Ausstellungen. Und insofern bin ich immer eine Anhängerin dessen, dass die Stadt und die Wirtschaft, wie das so schön heißt, Räume zur Verfügung stellt, auch solche, in die die Menschen reingehen, nicht um speziell zu einer Ausstellung zu gehen, sondern beispielsweise Geld von der Bank abzuheben oder ähnliches mehr. Ja, das ist ein Thema, das können wir wahrscheinlich ausweiten bis ins Unendliche. Ich bedanke mich fürs Kommen, Herr Ballas, Frau Matischek und Herr Ehrhardt. Wünsche Ihnen noch viel Spaß, Ihnen viel Vergnügen bei Ihrer ersten Eröffnung in Ihrer Galerie. Das war's für Mixed Pickles. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dann sage ich Tschüss und Servus.